Hallo, liebe Freunde meines Infodienstes. Ich komme gerade hier vom Joggen zurück. Und da das ja eine mäßige Bewegung ist, die entspannend ist, kann man da seinen Gedanken hinterherhängen. Und da gibt es auch manchmal Ideen. Heute war das so. Ich habe eine Idee bekommen für alle die von Ihnen oder von euch, die sich auch entsprechend der Natur gern bewegen möchten, weil es gut ist für den Körper, gut ist für langes Leben, gut ist für ein Leben lang Leben. Aber es gibt Hindernisse, sich zu bewegen. Für alle die, die Hindernisse haben und die gerne überwinden möchten, für die habe ich eine Idee bekommen. Nach dem Duschen geht's weiter. Nun wieder zurück vom Duschen nach dem Joggen. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Infodienst 21. Das ist der erste Infodienst in meiner Serie, der nach den bisherigen täglichen Nachrichten nun erst immer nach 7 Tagen, also nach einer Woche, zu Ihnen kommt. Der Aufbau meines Dienstes ändert sich auch etwas. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Sie können ab sofort dem Video auch noch mehr Informationen entnehmen als bisher. Aufgrund der größeren Zeitspanne können Sie auch mehr Informationen in meinem Infodienst erwarten. Das geht heute gleich los mit mehreren Themen. Ich bin überzeugt, dass das weiterhin interessant ist für Sie. Eine Interessentin, sie ist eine sehr hochqualifizierte Ärztin, die erfreulicherweise auch meinen Infodienst immer verfolgt, rief mich letztens an und sagte zu mir, man könne ja den Infodienst wie einen Krimi lesen. Ich konnte dazu folgende Antwort nicht zurückhalten. Ich sagte, das muss wohl am Gesundheitswesen liegen, dass es hier und da kriminell zugeht. Wir haben also wirklich durch die Profitorientierung manchmal eigenartige Zustände. Aber da sage ich Ihnen ja nichts Neues. Ich habe Ihnen ja auch meine Idee angekündigt, was mir heute beim Joggeln als Idee gekommen ist, als Gedanken. Die Idee ist wahrscheinlich für alle interessant, die an gesundem Leben interessiert sind und wissen, wie wichtig dazu Bewegung ist. Doch sie werden an der Bewegung gehindert. Doch bevor ich meine Gedanken zu diesem Punkt äußere, also mit meiner Idee herauskomme, lassen Sie mich noch etwas anderes vortragen. Es geht darum, dass wir stets vor einer Diagnostik oder Therapie, also vor einer medizinischen Maßnahme, gründlich nachfragen müssen und uns mit dem Arzt beraten sollten. Es geht also um die Bedeutung der Aufklärung. Nutzt das dem Patienten? Wie hoch ist der Nutzen? Welche Risiken und Gefahren sind mit der medizinischen Maßnahme verbunden? Und letzten Endes sollten wir wissen, dass der Patient entscheidet, was getan wird und ob es getan wird. Wir müssen unbedingt vor einer medizinischen Maßnahme den zu erreichenden Nutzen für uns selbst erfragen und nach den mit den medizinischen Handlungen verbundenen Risiken und Gefahren zu Folgeerkrankungen erkennen und auch das abwägen können. Vergegenwärtigen Sie sich immer und immer wieder, dass unser Gesundheitswesen profitorientiert ist. Für Leistung gibt es also Geld und für noch mehr medizinische Leistung gibt es noch mehr Geld. Und die Bezahlung geht an die Leistungserbringer. Beim niedergelassenen Arzt bekommen diese, also niedergelassenen Ärzte, ihr Honorar. Und wenn es um eine medizinische Maßnahme in einem Krankenhaus geht, dann bekommt die Einrichtung das Geld. Wer mehr macht, bekommt mehr Geld. Es gibt Leistungen, die hohe Honorare einbringen, also relativ hohe, und es gibt welche, die weniger Honorare erwirtschaften. Und so ist es eben so, dass es darauf ankommt, in wessen Händen oder in wessen Hände Sie sich begeben. Kommen Sie zum Beispiel zu einem Chirurgen als Patient mit einer Krebsbehandlung, mit einer Krebserkrankung, dann ist es für ihn profitabler zu operieren, denn nur dafür bekommt er Geld. Es könnte jedoch sein, dass Sie eigentlich beim Strahlentherapeuten besser aufgehoben wären. Und wenn Sie die Strahlentherapie wieder sehen, da gibt es vielfache Fraktionen, Gefahren für gesundes Gewebe und Folgeerkrankungen. Sie sind ja auf dem Gebiet von mir schon gut informiert.
Es gibt zwar in fast allen Einrichtungen sogenannte Tumorboards, also Versammlungen von Fachgebietsvertretern, in denen auch Chirurgen und Strahlentherapeuten teilnehmen. Doch erwarten Sie davon nicht allzu viel. Wie oft habe ich es erlebt, dass immer gerade nur die Therapiemethode festgelegt wurde, die im eigenen Hause vorgehalten werden. Diese wurden mir dann immer als das Optimum für den vorgestellten Patienten dargestellt. Niemals in den vielen Jahren haben die Ärzte des Tumorboards auf CyberKnife verwiesen, da sie es ja im eigenen Haus nicht vorrätig haben. Und dabei hat die Strahlenchirurgie mit CyberKnife die hier dargestellten Vorteile, nämlich es handelt sich um eine meistens nur einmalige Bestrahlung. Diese Behandlung ist ambulant, sie geht sehr schnell. Das ist die höchste Präzision, mit der man gewährleistet, dass gesundes Gewebe in der Nachbarschaft nicht beeinträchtigt wird. Es kommt also nicht zu irgendwelchen Folgeerkrankungen, wenn man mit CyberKnife behandelt. Und wenn ich also dann im speziellen Fall meine Gegenfrage nach CyberKnife gestellt habe, dann bekam ich von dem Tumorboard als Gremium meistens die Antwort, und das ist ja schon Ihnen auch ein bekannter Satz: CyberKnife kennen wir, es ist jedoch für diesen Patienten nicht geeignet. Fragen wir also immer, wem nutzt das? Was gibt es für Alternativen und welche Risiken liegen vor? Also Vorsicht, wem dient die Therapieempfehlung? Und was für Risiken und Gefahren und Folgeerkrankungen bringt diese Untersuchung oder die Therapie mit sich? Das hat also der Patient zu erfragen und möglichst mit den anderen Methoden zu vergleichen, die alternativ zur Verfügung stehen sollten. Immer Nutzen mit Risiko vergleichen. Eng dazu steht die Frage nach dem Nutzen für den Patienten. Immer nach dem Nutzen fragen. Ich hatte es schon in einem Infodienst dargestellt, dass Maßnahmen durch den Patienten abgelehnt werden sollten, die keinen Nutzen für ihn bringen. Wenn also zum Beispiel aus einer risikofreien Ultraschalluntersuchung klar herauskommt, dass der Patient einen Gallenstein hat, so muss in der Regel die Form und die Größe des Gallensteins nicht noch durch eine weitere Computertomographieuntersuchung genauer bestimmt werden. Davon hat der Patient keinen Nutzen, sondern es gibt nur durch die Strahlenbelastung, wie gesagt, eine höhere Belastung und Risiken für den Patienten. Ich weiß natürlich, dass es nicht immer einfach ist, sich mit Nachfragen beim Arzt gründlicher zu informieren. Auch gehört Courage dazu, als Patient zu sagen, ich folge dieser Empfehlung nicht und verzichte auf diese oder jene Maßnahme, weil das Verhältnis von Nutzen und Risiko schlecht ist. Und so muss man also couragiert auftreten, wenn man als Patient der Meinung ist, hier sollte es anders laufen. Meistens macht es die Patienten ja sogar stolz, zu erfahren, dass der Arzt so viel mit ihnen vorhat oder mit ihm vorhat. Noch drastischer ist das bei privatversicherten Patienten. Bei denen sind die zu erwartenden Honorare generell höher für die Leistungserbringer als bei gesetzlichen Versicherten. Demzufolge ist es gut zu verstehen, dass sich bei privatversicherten Patienten die Leistungserbringer noch mehr bemühen. Doch aber Vorsicht, liebe Privatpatienten. Es muss nicht immer bessere Medizin sein, wenn sie umfassender behandelt werden. Paradox wird es sogar dann, wenn wir es schon mit Diagnosen zu tun haben, die es offensichtlich nur bei Privatpatienten gibt. Auch so etwas habe ich schon erlebt. Soweit bringt es also ein Gesundheitswesen, wenn es auf Profit aufbaut. Doch warten wir nicht darauf, dass sich das ändert. Da können wir lange warten. Sehen Sie lieber zu, dass wir unser eigenes Leben ohne Krankheit einrichten. Dazu können wir erfolgreich unser Wissen einsetzen und als Macht, ich möchte auch manchmal sagen, als Waffe verwenden. Ihr Wissen, also Ihr persönliches Wissen, kann Nahrung sein. Beziehen Sie diese Nahrung einfach aus meinem Infodienst. Und bleiben Sie immer am Ball. Denken Sie daran, durch Eigenverantwortung kommen Sie zu einem Leben ohne Krankheit. Und nutzen Sie Ihr Wissen
als Nahrung. Zur Verdeutlichung berichte ich Ihnen einfach mal Folgendes. Es trug sich in einem Brandenburger Krankenhaus mit einer jungen Frau im Alter von 38 Jahren zu. Der Ort kann überall in Deutschland sein, die betroffene Person können morgen Sie oder ich sein. Was ist passiert? Die Patientin, nennen wir sie Maria, bekommt ganz plötzlich Schwindelanfälle und wird von ihrem Mann zum 20 Kilometer entfernten Krankenhaus gebracht. Es werden dort die üblichen Untersuchungen mit Verdacht auf Herz-Kreislauf-Erkrankung sofort durchgeführt. Die Ultraschalluntersuchung des Herzens, wir nennen diese Untersuchung Echokardiographie, brachte keine Auffälligkeiten. Alles bei der Untersuchung von Maria war normal und wurde als normal eingeschätzt. Als nächster vorgeschlagener Schritt wurde eine Herzkatheteruntersuchung genannt. Die Patientin Maria wusste um die Risiken einer solchen Untersuchung. Sie wusste, Röntgenstrahlen, Kontrastmittel, Katheterinvasion, das sind Risiken und hier muss ich vorsichtig sein und habe sie mit meinem Nutzen aus dieser Untersuchung zu vergleichen. So dachte sich Maria das. Sie lehnte nach kurzer Überlegung also trotz der schmackhaften Darstellung durch den Kardiologen die invasive Untersuchung für sich ab. Ihre Ablehnung dokumentierte sie dann auch auf dem Protokoll schriftlich durch ihre Unterschrift. Es gehört schon ein wenig Courage für einen medizinischen Laien dazu, sich durchzusetzen. Natürlich wusste Maria auch, dass in dem Krankenhaus, wo die Katheteruntersuchung für sie laufen sollte, gar keine Herzchirurgie ist. Ein weiterer Minuspunkt. Das ist keine gute Konstellation für den vielleicht zu befürchtenden Zwischenfall während ihrer Untersuchung. Sie hat also abgelehnt. Jedenfalls wurde das Schmackhaftmachen für Maria je dadurch unterbrochen, dass ein Privatpatient eingeliefert wurde. Und dem musste man sich jetzt zuwenden. Maria verließ das Krankenhaus ohne die Katheteruntersuchung. Sie hatte sich durchgesetzt. Dafür bekam sie schriftlich die Diagnose und hören Sie genau zu, die Diagnose lautete migräneähnliche Symptomatik. Ich wiederhole, migräneähnliche Symptomatik und dafür sollte eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt werden. Das war dann der letzte Beweis für Maria, dass es keine Indikation für eine Herzkatheteruntersuchung bei ihr gibt. Was ich hier beschrieben habe, ist eine wahre Begebenheit. Ich kenne natürlich Maria persönlich und mit ihrem Namen und ich weiß, wo sie wohnt. Ich kenne das Krankenhaus und die beteiligten Ärzte persönlich. Doch denken Sie daran, es könnte für jeden von uns irgendwo ähnlich zugehen. Das Grundprinzip der Profitorientierung im deutschen Gesundheitswesen macht es möglich. Und deshalb ist es so wichtig, Wissen einzusetzen, um zu einem Leben ohne Krankheit zu kommen, beziehungsweise sich das so zu erhalten. Wir können uns also davor schützen, indem wir durch Ansammlung von Wissen eigene Kritikfähigkeit erarbeiten. Diese können wir dann einsetzen, wenn es nötig ist. Ich bemühe mich, Ihnen die Informationen für Ihr Wissen zu bringen. Nun komme ich endlich dazu, meine Idee vorzuschlagen, die mir beim Joggen gekommen ist. Ich spreche damit all diejenigen an, die zwar wissen, dass Bewegung lebensnotwendig ist, nach dem Motto Eile mit Weile, und die diese Bewegung auch beabsichtigen, aber das nicht umsetzen können. Wem geht es nicht auch so, dass er Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat hat? Und ist es noch schlimmer, dass man sich dann nicht bewegen kann? Und ich empfehle auch nicht, sich zu bewegen, wenn dadurch, also durch die Bewegung, die Schmerzen stärker werden. Das gilt vor allem für Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen oder auch für Schmerzen nach Sportverletzungen. Das Dilemma ist also kurz beschrieben. Bewegung ist erforderlich für ein Leben ohne Krankheit, aber die Schmerzen verhindern die Bewegung, auch die gemächliche. Was ist also zu tun? Jetzt kommt meine Idee, Ihnen einen Leitfaden zur Hand zu geben, der Ihnen dabei hilft, das Richtige zu tun gegen Schmerzen. Wenn wir das also überwunden haben, wenn Patienten keine Schmerzen mehr haben, dann können sie sich so wie hier im Bild bewegen. Und die Bewegung hilft sogar dabei, den Zustand der Schmerzlosigkeit zu erhalten.
Ich weiß, dass etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland, dass für die zutrifft, dass sie Schmerzen haben durch Abnutzung in der Wirbelsäule, in den Gelenken oder auch durch Verletzungen beim Sport. Und es kommt bei ihnen zu arthrotischen Schmerzen. Diese Schmerzen nehmen bei der Bewegung zu. Und wenn ich das jetzt meine Drei-Schritte-Programm, wenn ich das jetzt hier empfehle, dann denken Sie bitte daran, dass es überhaupt keine ärztliche Beratung sein kann, denn ich bin kein Arzt. Und denken Sie daran, dass diese Beratung und Ihr Vorgehen nicht den Arztbesuch ersetzt. Im Gegenteil, ich empfehle Ihnen, meine Schritte mit Ihrem Arzt Ihres Vertrauens zu besprechen und eventuell sogar nachjustieren zu lassen. Meine Empfehlung ist also nicht, den Arzt auszulassen, sondern ich weise extra darauf hin, den zu besuchen. Wie sieht das Drei-Schritte-Programm aus? Wir sehen das hier im Bild. Wir haben also als ersten Schritt die Hochtonfrequenztherapie. Und für die meisten Menschen braucht dann auch Schritt 2 und Schritt 3 nicht unbedingt zu folgen. Denn in meinem Buch habe ich darauf hingewiesen, dass ungefähr 80% der Schmerzen erfolgreich bekämpft werden können, und zwar der Schmerzen, deren Ursachen, in meinem E-Book. Und das E-Book, das können Sie auf meiner Homepage sehen, und ich werde das auch noch hier darstellen, wo Sie das E-Book lesen können. Der erste Schritt besteht aus der Hochtonfrequenztherapie. Ich empfehle, diese ambulant durchzuführen, nicht in ein Krankenhaus zu gehen, sondern zu einer Arztpraxis oder einer Physiotherapie. Ich empfehle aber auch, wenn Sie das beides nicht bewerkstelligen wollen, Zeit einsparen und Ihren Tagesablauf nicht einschränken wollen, dann empfehle ich Ihnen die Selbstbehandlung mit Vevotum Premium. Das Vevotum Premium Gerät können Sie ohne Probleme bestellen im Internet auf meiner Seite, die lautet www.schmerzen-was-tun.de. Ich blende nachher diese Adresse noch einmal ein. Sie können also generell damit rechnen, dass Sie 3 Tage nach der Bestellung mit Ihrem Vevotum Premium mit der Selbstbehandlung beginnen können. Und das sollten Sie ca. 20 Tage durchführen. Und wenn es dann sein sollte, also nach der statistischen Berechnung, ist es ungefähr in weniger als 20% der Fall, dass die Schmerzen nicht ausreichend zurückgehen, dann kommen Sie zu Schritt 2. Sollte es aber so sein wie bei der übergroßen Mehrheit der Anwender, dass die Schmerzen weggehen, dann können Sie sich ungehemmt bewegen, denn Sie haben ja nun keine Schmerzen mehr und können Ihre Körperbewegung durchführen, wie ich sie schon in Infodienst 16 und 17 vorgestellt habe. Und diese Körperbewegung ist dann auch die Grundlage mit und bringt Sie näher zu dem Ziel Leben ohne Krankheit. In dem Fall, dass Sie nicht erfolgreich in Schritt 1 geworden sind, dann führen Sie die Hochtonfrequenztherapie trotzdem weiter durch, aber ergänzen Sie durch Schritt 2, nämlich durch Substanzen zur Zellregeneration. Das sind natürliche Substanzen und diese erhalten Sie im Internet über die Internetseite Ulrich Werner zusammengeschrieben.kajani.net. Auch diese Seite blende ich demnächst noch einmal ab. Bestellen Sie dort eine Monatspackung Triangel oder eine Monatspackung Triangel Extreme und Sie bekommen die dann auch ungefähr innerhalb von 5 Tagen. Ich möchte Sie gleich darauf hinweisen, wenn Sie im Autoship bestellen, dann sparen Sie 10 Euro ein. Keine Angst, Sie gehen kein Risiko ein, ich erkläre Ihnen das gleich. Ja, wie sieht die Einnahme aus? Frühmorgens, mittags und abends jeweils eine Pipette mit NitroFX, das ist eine Flüssigkeit, oder Nitro F-Extrem, das ist auch die Flüssigkeit, je nachdem, was Sie bestellt haben. Bei Kajani Hirst Triangle heißt es NitroFX und bei Kajani Hirst Triangle Extreme heißt es Nitro F-Extrem.
Das also frühmorgens, mittags und abends jeweils eine Pipette. Das Fläschchen reicht für einen Monat. Frühmorgens nehmen Sie noch zusätzlich Sunrise. Das ist ein kleiner Beutel mit hochwirksamen Antioxidantien und die sind so hochwirksam, dass man sie vergleichen kann anhand der Wirksamkeit gegen Oxidantien, dass sie ungefähr das Gewicht von 7,5 Kilogramm Obst aufwiegen. So, das ist also das erste gewesen, das Nitro, das zweite Sunrise und am Abend dann Sunset. Das sind drei Pillen, die Sie jeden Abend einnehmen. Das sind auch wiederum Stoffe, die aus der Natur kommen und Ihre Zellregeneration beflügeln. Die Behandlung der Hochtonfrequenztherapie geht also auch weiter, wie in Schritt 1. Und innerhalb von 30 Tagen haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie nicht zufrieden sind, die Bestellung der Bestellung zu widersprechen, indem Sie einfach Ihr Geld zurückfordern. Dazu ist nur nötig, dass Sie bei Cayeni anrufen und sagen, Sie sind nicht zufrieden, Sie müssen da nichts begründen. Oder Sie können auch einfach eine E-Mail schreiben, innerhalb von 30 Tagen, Sie sind nicht zufrieden, dann bekommen Sie Ihr Geld hundertprozentig zurück. Also ist es auch gar kein Problem, so wie ich es zu Beginn gesagt habe, gleich im Autoship zu bestellen. Denn wenn das Ihnen nämlich hilft, dann können Sie das weiterhin nehmen und sparen jeden Monat die 10 Euro ein. Also kein Risiko, bei Nichtgefallen können Sie einfach anrufen oder eine E-Mail senden, Sie bekommen hundertprozentig Ihr Geld zurück. Gehen wir vom positiven Fall aus, wenn also Sie mit Schritt 2, nämlich Hochtonfrequenztherapie plus Zellregeneration durch natürliche Substanzen, wenn Sie damit klarkommen, das heißt keine oder nur noch geringe Schmerzen haben, jedenfalls Sie können sich bewegen, dann gehen Sie bitte nach der gemächlichen Bewegung vor, wie ich es in Infodienst 16 und 17 vorgestellt habe. Im negativen Fall geht es zu Schritt 3 weiter. Schritt 3 ist die Frequenztherapie gegen Parasiten. Begeben sich dazu in eine Arztpraxis oder in eine Physiotherapie, wo die Frequenztherapie nach Dr. Rife oder Dr. Clark angeboten wird. Ich empfehle nicht ein Krankenhaus wegen der Infektionsgefahr. In Kürze gibt es aber auch hierfür Möglichkeiten zur Selbstbehandlung. Ich bin gerade dabei, mein von mir entwickeltes Gerät zuzulassen und das Gerät wird sehr preiswert sein und sein Name steht schon fest, es heißt Agile Care. Ich werde Sie informieren, wenn das Gerät zur Verfügung steht. Die Behandlung findet mit einem Frequenztherapiegerät gegen Parasiten in wenigen Minuten statt. Es kann sein, dass Sie einmal oder dreimal in die Arztpraxis oder zur Physiotherapie gehen müssen. Dabei wird das Milieu für Viren, Bakterien, Würmer und Pilze, also das Milieu für die Parasiten, die uns stören, so verändert, dass wir diese abtöten und ausscheiden. In jedem Fall gehen Sie am selben Tag der Frequenztherapie nach Rife und Dr. Clark auch nach Schritt 1 und Schritt 2 weiterhin vor. Es kann sein, dass Sie also mehrfach, wie ich schon sagte, zur Frequenztherapie gegen Parasiten gehen müssen, aber machen Sie trotzdem in der Zeit auch mit Schritt 1 und Schritt 2 weiter. Übrigens gibt es hier Gefahren und für wen trifft es zu, dass Risiken existieren? Ich fange mit der Zellregeneration mit natürlichen Substanzen, also mit Schritt 2 an. Jeder kann die Substanzen einnehmen, der alles essen darf. Keine Frage. Für die Hochtonfrequenztherapie und die Frequenztherapie gegen Parasiten gibt es weitere Einschränkungen für die anwendenden Personen. Diese Einschränkungen sind, wir nennen sie auch Kontraindikationen, diese sind die Sepsis bei der Hochtonfrequenztherapie, das wissen wir schon. Und für die Hochtonfrequenztherapie und die Frequenztherapie gegen Parasiten gibt es zusätzlich Risiken für Herzschrittmacherträger, für Schwangere und für Kinder unter 12 Jahren. Das sind also die Kontraindikationen. Sie sehen sie hier im Bild. Ich kann in diesem Infodienst aus Zeitgründen nicht weiter auf die Details der Hochtonfrequenztherapie und
der Hochton- und der Frequenztherapie nach Dr. Reif und Dr. Clark eingehen. Auch zu den Kajani-Substanzen kann ich hier nicht näher eingehen, aus Zeitgründen. Ich verweise Sie hier auf die Online-Seminare, die ich durchführe, und dazu gebe ich Ihnen auch noch die Zugänge an. Die Möglichkeiten, zu den Geräten bzw. zur Substanz zu kommen, die sind hier eingeblendet auf diesem Dia. Und wer zur Hochtonfrequenztherapie noch mehr wissen möchte und sich überzeugen möchte, welche Erfolge zu erwarten sind, dem empfehle ich mein E-Book. Es ist schon in dritter Auflage erschienen und ist auch in mehreren Sprachen zu bekommen. Und Sie sehen hier im Dia die Internetadresse www.schmerzen-was-tun.de/E-Book-1. Über diese Adresse können Sie das E-Book bekommen. Und wer sich dann noch weiterbilden möchte, noch darüber hinaus, nämlich die Methode der Hochtonfrequenztherapie noch besser kennenlernen möchte, dem empfehle ich mein Online-Seminar und nehmen Sie einfach hier aus dem Video die Adresse auf. Ich sehe schon, sie ist etwas unlesbar im Text. Unter diesem Video können Sie das besser verfolgen und dann sogar direkt anklicken. Die Teilnahme an dem Online-Seminar ist übrigens kostenlos. Sie erfahren unter anderem im Online-Seminar, wie sich Herr Schneider selbst im fortgeschrittenen Alter wieder schmerzfreie Bewegung ermöglichte, nachdem er sich kaum noch bewegen konnte. Und er hat sozusagen über diesen Weg der Hochtonfrequenztherapie, also Schritt 1, sein Leben ohne Krankheit erreicht. Zusammenfassend sehen wir hier noch einmal, dass wir hier über schmerzfreie Bewegung gesprochen haben, besonders im zweiten Teil, und dass es uns damit möglich ist, Leben ohne Krankheit zu gewinnen. Nun denke ich, habe ich Ihre Aufmerksamkeit ausreichend strapaziert und hoffe, dass es sich gelohnt hat, Ihnen wieder etwas mehr Wissen zum Verhalten bei bevorstehenden Maßnahmen zu bringen und dass Sie im zweiten Teil des heutigen Infodienstes erkennen konnten, dass die Dreischrittmethode eine praktikable Möglichkeit ist, wieder zu schmerzfreier Bewegung zu kommen. Freuen Sie sich auf den Infodienst in einer Woche.